Ja, vielen Dank an unsere Trommelgruppe für die kulturelle Einladung. Ja, wir haben Sonnenschein. Von da oben hat man die Fliegen gewährt. Wir machen jetzt weiter mit unserer Talkrunde hier bei der Kundgebung. Und ich habe zwei Gäste auf unserem roten Sofa. Bitte hören Sie uns zu. Vielleicht will die eine oder andere auch eine Frage stellen. Ja, auf meiner Seite sitzt Dr. Gabriele Halder, Gynäkologin, und sie ist Vorstandsfrau des Familienplanungszentrums Balanz. Sie ist aber auch gleichzeitig Mitglied, also Member of Board auf FIAPAC. Das heißt, eine internationale Organisation, die sich für Schwangerschaftsabbruch einsetzt. Ja, herzlich willkommen, Frau Halder. Jetzt habe ich als erstes an Sie die Frage, warum sind Sie motiviert, überhaupt zum Thema sexuelle Selbstbestimmung hier aufzutreten und sich seit Jahren, wirklich seit Jahren, über 20 Jahren einzusetzen? Ich bin Gynäkologin und ich denke, dass wir auf der anderen Seite jetzt erwarten, überzeugt, der motiviert mich, dieses Thema treu zu bleiben, weil wir sehen, da ist eine Bewegung, die von sich behauptet oder die uns beschuldigt, dass wenn eine Gesellschaft sich nicht um den Lebensschutz kümmert, dann wäre das eine zutiefst inhumane Gesellschaft, die nicht mehr menschenwürdig ist. Und dem gegenüber muss man setzen, die Tatsache, dass wenn eine Gesellschaft Themen unter den Teppich kehrt, wenn ungewollte Schwangerschaften nicht als zutiefst menschliches Ereignis wahrnimmt, dann führt das dazu, dass dieses Kehren unter den Teppich eine Schneise von Opfern hinterlässt. Und mit diesen Opfern habe ich zu tun. Das ist der Grund, weshalb ich bei diesem Thema bleibe. Und dieses unter den Teppich kehren passiert nicht nur mit Schwangerschaftsabbrüchen, sondern auch bei Themen wie zum Beispiel Zölibat oder dem Thema Jungfernschaft vor der Ehe. Alles unlegbare Zustände, die dazu führen, dass wir Opfer in einer Gesellschaft produzieren, die an den Folgen dieser Nichtbehandlung leidet. Und diese Gesellschaft wird sich nicht entwickeln können, wenn wir diese Themen nicht angreifen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass in der nächsten Zeit diese Themen aufgegriffen werden. Unser Papst hat gerade vor zwei Tagen in der Öffentlichkeit Signale gesetzt, dass das jetzt sich ändern könnte. Und deshalb bin ich heute sehr hoffnungsvoll. Ja, vielen Dank. Dann würde ich Ihnen aber gerne noch eine Frage stellen. Als Mitglied einer internationalen Organisation treten Sie ein für den Zugang für Frauen zu Schwangerschaftsabbruch, zu Verhütungsmethoden, zu natürlich auch Notfallkontrazeption. Wie ist die aktuelle Situation? Können Sie da mal einen Blick geben? Die WHO geht jetzt davon aus, dass ca. 37% weltweit Frauen keinen Zugang haben zum sicheren Schwangerschaftsabbruch. Wo das ist unschwer zu erkennen. In Gegenden, die ökonomisch sich nicht entwickeln, die auch keinen Zugang deshalb, das liegt ganz dicht beieinander, den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch und Zugang zu sicherer Verhütung. Regionen in dieser Welt, wo die ökonomisch auf der Strecke bleiben, können wir davon ausgehen, dass das da nicht funktioniert, weil man muss sich überlegen, wenn 50% der Bevölkerung nicht das Leben planen kann, also nicht in der Lage ist, Ausbildung und so weiter zu planen, dann bleibt eine Gesellschaft auf der Stelle und kann sich nicht entwickeln. Ja, vielen Dank. Dann klären wir vielleicht auch unsere Sympathisanten hier auf, wie ist es denn mit der Finanzierung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland für die Frauen, die hier im Lande leben? Und vielleicht auch, wie ist es mit der Finanzierung von Verhütungsmitteln für Frauen und Männer? Unsere Forderung ist natürlich, dass sowohl der Schwangerschaftsabbruch als aber auch die Verhütung natürlich etwas sein sollte, was staatlich möglich ist, weil es ein Teil der Gesundheit
Gesundheitsfürsorge ist. Leider haben wir davon, da sind wir noch weit entfernt davon, aber das ist die Forderung. Es gibt Kostenübernahme für Frauen mit kleinem Einkommen, aber wir müssen das eigentlich verstehen als Teil der Gesundheitsfürsorge, die der Staat der Bevölkerung zugutekommt. Vielen Dank. Vielleicht noch als Ergänzung. Wir fordern seit Jahrzehnten die Köpfmeier der Pille danach in Deutschland. Deutschland ist das allerletzte Land in Westeuropa, das diese rezeptfreie Vergabe nicht freigeben möchte. Daran sind nicht die Sympathisanten hier schuld, sondern unsere Politik. Und wir fordern die Politik auf, endlich, macht Schluss. Wir wollen die rezeptfreie der Pille danach in Deutschland. Wir wollen, dass jede Frau zu jeder Zeit einen Zugang hat zur Notfall. Indikationen, damit sie ungewollte Schwangerschaften verhindern kann. Als Teil des Lebensschutzes, als Teil des Lebensschutzes, ja. Und hier möchte ich auch anmerken, es sind meine Berufskollegen, die sich vehement dagegen stemmen, weil die Vorstellung ist wahrscheinlich, dass ein Teil dieser Frauen als potenzielle Kundschaft verloren geht. Und das ist ein Skandal. Und das ist Berufspolitik, von der man sich ganz als Gynäkologe massiv distanzieren muss. Vielen Dank. Ein Applaus für Dagmar Lahr. Jetzt würde ich gerne überwechseln zu unserer Dozentin, nämlich Frau Dr. Jutta Wegenau. Sie ist Dozentin an der Charité, lehrt seit vielen Jahren Medizinsoziologin, langjährige Sprecherin des Netzwerkes Frauengesundheit in Berlin und hat an vielen Publikationen mitgewirkt zum Thema Frauengesundheit und unabhängig davon auch an den Frauengesundheitsbericht. Ja, Jutta Wegenau, wie sieht es denn im Universitätsumfeld aus? Wie ist das Thema sexuelle Selbstbestimmung unter Studentinnen und Studenten verankert? Also, ich kann mich natürlich, als erstes möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass so viele Leute heute sind. Sowohl Frauen wie Männer, was ich wirklich wunderbar finde, das war ja in den letzten Jahren ganz anders. Und ich bemerke, dass tatsächlich das auch bei das Bedürfnis besteht, sich dagegen, gegen Problemschützer zu wenden, bei jungen Frauen und jungen Männern da ist. Wenn ich über die Universität spreche, kann ich nur mit dem medizinischen Bereich, und zwar über die Humboldt-Universität, also medizinische Fakultät Charité sprechen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Schwangerschaft, Abbruch, sexuelle Selbstbestimmung ein Thema ist, was eher ein persönliches Thema geworden ist. Also ich kenne keine Debatte, ich kenne keinen Diskurs und wir haben wir machen uns sehr stark dafür, dass dieses Thema zumindest an unsere Universität kommt. Und wir haben dazu ja im Netzwerk Frauengesundheit in Berlin dazu jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, Arbeitsgruppe Lehre, wo wir auf die gesundheitsbezogenen Studiengänge diese Thematik und natürlich darüber hinausgehen zur Frauengesundheit implementieren wollen, was nicht leicht ist. Wo wir auch nicht immer das Wohlwollen oder eine Legitimität durch die Studentinnen und Studenten bekommen, muss man sagen. Das Thema ist ja nicht mehr allgemein selbstverständlich, muss man schon sagen. Ja, es ist durchaus eine kritische Masse unter Studierenden, die damit nicht mehr so ganz sicher sind, was da eigentlich alles ist. Ich glaube, dass die Situation sich sehr verändert hat in den letzten 20 Jahren diesbezüglich und es sehr viel komplexer geworden ist, komplizierter. Ja, vielen Dank. Dann vielleicht auch nochmal die Frage, wir haben im Zusammenhang auch mit Studenten, wo wir Filme gemacht haben oder auch Beiträge vorbereitet, immer wieder gemerkt, dass dieses Thema Schwangerschaftsabbruch stigmatisiert ist, auch unter Studentinnen. Wie kann man das dann stärker in die Lehre, in die Ausbildung bringen? Was sind da Ihre Forderungen? Auch für Deutschland, beziehungsweise auch Forderungen, die wir an die Politik für morgen mitgeben können. Also, ich glaube, dass wir ganz dringend einen Diskurs brauchen. Also, dass wir einen öffentlichen Diskurs brauchen, dass auch die Medien, ich weiß gar nicht, ob jetzt Medien hier sind, dass die Medien das Thema Schwangerschaft auch so, die tun ja sehr viel dafür, das auch zu tabuisieren. Also, ich habe kaum Sendungen oder Filme gesehen in den letzten Jahren, wo tatsächlich mal, weiß ich nicht, Kriminalistin oder so tatsächlich einen Schwangerschaftsabbruch da hingekommen hat, obwohl sie nur einen One-Night-Stand hatte, ja, und dadurch schwanger geworden. Also das ist schon kurios. Und ich glaube, wir müssen dazu wirklich einen Diskurs anfangen.
machen. Wir müssen dafür viel dafür tun, dass wir diese unterschiedlichen Positionen austauschen und ein Selbstverständnis ein neues wieder bekommen. Das glaube ich. Ja, und dafür tun wir heute etwas, indem wir unsere Kunstgebung hier am Brandenburger Tor initiieren und mit Ihnen gemeinsam den weiteren Verlauf folgen.